Jo, Beast Slayer, hey, mit Achievement. Okay. Das war nicht sehr gut kalkuliert. Oh, hier ist mal so ein Teil. Also ja, wer sich auch an mein Let's Play vom ersten Teil von Hammerwatch erinnert, wird wissen, wie garstig diese Viecher sind. Das sind so Art Kriecherkolonien. Wobei sie ein bisschen ihren Schrecken hier verloren haben. Au. Sage ich und krieg eins auf die Fresse. Oh, Gott sei Dank ist hier auch eine Quelle. Nur nicht in den roten Feldern zu lange stehen bleiben. Genau. Helfen. Wir sind gerade mal auf Floor 2 bis jetzt. Oh, Bosse Key. Nehme ich gerne entgegen. So, jetzt fehlt noch diese Falle hier. Das war vielleicht schon fast etwas zu spät, aber wir haben es noch gerade so rüber geschafft. So, jetzt wieder zurück nach oben und so Beute in den Aufzug werfen. Und dann geht's in die nächste Ebene. Oh ja, unser Lottospiel gibt's hier auch. Diamond. Tower Shield. 25 Chance zu 25 Schaden zu blocken. Yay. Gleich mal schlecht. Und wir haben auch bald wieder ein Level up. Okay, unser Erztransporter ist hier. Also unser Aufzug. So. Ist praktisch manchmal ein Schild zu haben. Gut, will ich da durch? Nein, ich gehe außen rum. Oh, nö. Mini-Boss. Das Level-Up ist gut. Zwei Minibosse sind sehr großes Pech, ey. Weg.
Ja, jede Menge Gegner, aber sehr wenig anderes Zeug. Da drüben ist genug Zeug, da unten ist noch genug Zeug. Und noch ein Mini-Boss. Okay. So. Toter Mini-Boss. Der Weg weiter runter. Zu viele Gegner. Ich muss gucken, dass ich den... Oh, da drüben ist auch noch Erz. Also den Weg weiter runter nehme ich auf jeden Fall schon mal noch nicht. Ich nehme mal hier lieber das Health. Okay, Weg außen rum kann ich gleich probieren bei der Falle. Ich muss durch die Falle durch. Aber erstmal hier oben säubern. Oh, ein Spawner. Ein Laden, wo wir uns nichts kaufen können, außer dem Ring. Oh, da drüben ist noch ein Gebiet. Oh, mit einer Falle. Au. Monster, man. Increases Damage stand Beasts. Biester geben mehr Experience. Biester sind die Viecher hier unten sogar. Ja, praktisch. Zum Glück ist die Falle hier sehr straightforward. Oh. Käse, der heilt gut. Hier das Erz einsammeln, mehr Erz gleich besser. Dann können wir noch da drüben uns angucken, was da ist. Oh, eine kleine Schatzkammer. Na, das ist gut. So. Jetzt nur nicht wieder drauf gehen. Da muss das nämlich zurück. Na, zum Glück ist da gleich der Aufzug, wo wir es hochschicken können. Also ja, im Augenblick ist uns das Erz wichtiger als das Gold. Meistens ist das Erz wichtiger als das Gold, weil wir nur dadurch unsere... ja, unsere... Stadt upgraden können und an das bessere Zeug rankommen. Gold bringt uns nicht viel, wenn wir nichts mehr kaufen können. So, das heißt, wir haben den Trank für den Boss. Wir haben ein Level abgekriegt. Au. Da sollten wir nicht in der Nähe sein.
Gut, jetzt können wir Restart machen. Und können jetzt erst einmal... Tach. Wir haben genug Erz, um den Apothekarius und den Blacksmith freizuschalten, bevor wir die Town Hall upgraden. Und haben jetzt auch die Möglichkeit, uns bei den beiden was zu kaufen. Also ja, erst einmal Upgrade. Unseren Charge verbessern. Das hilft nämlich auch ungemein. So. Bessere Rüstung, bessere Waffe. Schon mal wichtig. Move Speed ist auch wichtig. Und Waffenverbesserung am besten auch nochmal. So, Alchemist. Zwei Potion Charges ist auf jeden Fall wichtig. Und den Rest lassen wir erstmal so. So, jetzt können wir uns mal angucken, was die beiden Waffenverbesserungen... Ja, das ist mal Damage. Okay, ja, da gepanzerten sieht das immer noch sehr unelegant aus. Aber jetzt machen wir zum Beispiel genug Damage, um die kaputte Puppe hier schneller in Asche zu verwandeln. Also die anderen drei sind unzerstörbar. Nur die hier, dass wir so ein Gefühl kriegen, wie lange wir brauchen, um so ein Ding kaputt zu kriegen. So, jetzt würde ich aber sagen... Quit? Ja. Machen wir uns noch einen Charakter. Ich würde sagen, wir nehmen den Sorcerer. Mit seinem ganzen Eis. So, machen sie weiblich. Ja. Skin. Haarfarbe schwarz. Den Hut machen wir blau. Die Robe könnten wir auch... Ne, machen wir die Robe blau, den Hut braun. Das sieht cooler aus. Und Trim. Ah, die Hose. Ne, grüne Hose. Und das ist jetzt Elana. Gut. Dass ich euch noch einen zweiten Charakter, wie ich es zeige. So, wir sind wieder in der Town. Aber in der Town, die wir als Paladin verlassen haben. Wir könnten also jetzt theoretisch gleich die beiden Upgrades kaufen. Ach, und das Upgrade auch gleich. Ja. Und können jetzt so in die Mine runtergehen. Das ist immer noch dieselbe Mine. Ja, wir sind jetzt aber auf jeden Fall Fernkämpfer. Was wichtig zu beachten ist. Wir können Gegner einfrieren, sollten auf Geschosse achten. Wir können nämlich jetzt keine Geschosse mehr blocken. Und ja, unsere Ice Bolts, erstens können sie von Wänden abprallen und zweitens bouncen sie zwischen Gegnern hin und her, was ein bisschen praktisch ist. Ja, und das andere ist ein... eine Frostbombe, oder wie heißt das Teil? Ein Komet. Ah. Oh, und hier habe ich ein Secret übersehen. Vielleicht mal ein großer Diamant. Da ist jede Menge Gold noch, das wir einsammeln können. Ja, damit ihr einfach auch mal einen anderen Char seht und nicht nur den Paladin. Auch wenn ich den Paladin jetzt ordentlich geboostet hatte. Oh,
Level up. Yay.